Arriba. Vale, perfecto. Muy bien. Muy bien, Mary. Muy bien. Para un poquito, mareo. Tú como los niños pequeños, hay que estimular. Respira hondo. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Vale, sentamos. A la vuelta. Venga, venga, vamos para allá. ¿Cómo vamos por detrás, eh? A ver si... A tapaditos, vale, vale. Sí, con doble camisón. Sí. Ja, bei mir ist Erich Sterk. Erich, du hast morgen einjähriges Geburtstag. Wir haben ja ungefähr vor einem Jahr und zwei Wochen über eine angehende Transplantation geredet. Wir wussten nie, wann die stattfindet. Zwei Wochen nach unserem Interview war es soweit, du bekamst den Anruf und jetzt hast du eine neue Lunge. Jetzt habe ich eine neue Lunge, ja. Ja, ihr wart, glaube ich, im Oktober bei mir gewesen zu Besuch, hatten wir noch darüber gesprochen und zu der Zeit ging es mir ja gar nicht gut und habe mich eigentlich nur noch durch die Gegend gequält und am 2. November kam ich gerade vom Einkaufen zurück, das war, glaube ich, auf dem Freitag, kam auf einmal der ersehnte Anruf. Ne? Vor dem war ich überhaupt nicht aufgeregt, nervös, aber in dem Moment ging dann die Hektik bei mir innerlich auf und mein Mitbewohner hat dann gleich alles organisiert, dass ich schnellstmöglich im Krankenhaus komme. Die hat mir gesagt, 20 Minuten hast du, dann musst du da sein. Und ja, dann bin ich dahin. Dann wurde die Lunge entnommen von dem Spender. Musste warten, ob die auch okay ist, ob die verwendbar ist und. Und dann ging das los. Ne? Und dann ist natürlich alles nicht so verlaufen, wie man sich das vorgestellt hat. Also im Normalfall bleibst du drei Tage auf Intensiv und kannst auf Normalstation. Bei mir hatte sich aber alles stark entzündet und man musste mich ins Koma legen und ja, sah überhaupt nicht gut aus. Ne? Also habe richtig einen Kampf mitgemacht und ja, könnte da Sachen erzählen, die nicht so schön waren. Also habe ganz oben schon mal zugeguckt, wie es so aussieht. Ne? Also man macht sich Gedanken. Ich glaube, es ist nichts Schlimmeres, als wenn man keine Luft kriegt. Du hast ja vor der Operation wirklich auch nach Luft gerungen. Du konntest ja kaum ein paar Schritte machen und dann war die Batterie alle, wenn man so schön sagt. Im Nachhinein war es der richtige Weg? Ja, auf jeden Fall war es der richtige Weg. Es wäre ja auch nichts anderes mehr möglich gewesen. Also zu der Zeit, gerade da im Oktober, wo ihr da wart, danach ging es rapide abwärts und ich hatte in der ganzen Wohnung eigentlich nur noch Stühle stehen, wo ich mich vom Stuhl zu Stuhl gerangelt habe, um überhaupt noch irgendwie mich bewegen zu können. Es ging ja nichts mehr. Man muss sich vorstellen, wenn du nur noch so viel Kapazität hast, dass deine Lunge nur noch dein Herz versorgen kann und alle anderen Organe setzen mehr oder weniger aus, ne? Dass eigentlich nichts mehr möglich ist. Ne? Das ist schon ganz schön hart. Ne? Man sagt ja auch, wenn man Sauerstoffmangel hat, ja, das Gehirn nimmt auch einen Schaden. Man kriegt Sachen dann nicht mehr so mit als mit vollem Sauerstoff. Es ist alles anstrengender. Wie ist das? Wie muss man sich das vorstellen? Ja, du ist ja ganz klar, durch Sauerstoffmangel ist ja ganz klar, dass das Gehirn nicht mehr so arbeitet. Und ich habe sehr viele Sachen vergessen in der Zeit. Selbst kleinste Dinge. Du hast mir heute was erzählt und das war morgen wieder weg bei mir. Ne? Das ist, oder auch beim Schreiben. Beim Schreiben, die einfachsten Wörter, die sind dir einfach nicht eingefallen. Ne? Du musst es dann wirklich überlegen, wie wird was geschrieben oder sowas. Ne? Du hast einfach alles vergessen, weil das Gehirn komplett unterversorgt war. Ne? Und ich merke jetzt nach einem Jahr, wie alles zurückkommt. Ne? Die haben jetzt ja auch, Gott sei Dank, ich bin ja jetzt eigentlich mehr oder weniger topfit. Mir geht es ja so gut wie noch nie. Ne? Ich war jetzt letzten Monat noch mal wieder zur Hauptuntersuchung hin und brauche jetzt nur noch alle zwei Monate hin. Tabletten wurden natürlich auch untergesetzt. Jetzt langsam nehme ich auch etwas an Kilos runter. Ich hatte ja ein Gesicht, das war ja alles eins. Das war ja Kopf und Hals, war ja alles eine Masse, kann man sagen. Ne? Durch dieses Cortison und die ganzen Medikamente. Wenn du jeden Tag 20 Tabletten schluckst in hoher Dosierung, dann geht das schon an den Körper. Ne? Aber das geht jetzt langsam alles vorbei und langsam geht alles runter mit den Medikamenten. Ne? Wenn man jetzt so, also Vergleich kommt ja mal bei vielen dann mit Howard Carpendale. Man kennt ihn ja vorher, bevor er seine Lungen-OP hatte und hinterher, also mit viel Cortison, viel Medikamente, die haben das Gesicht auch so ein bisschen aufschwellen lassen durch diese ganzen Sachen. Wie sieht das da aus? Wird das nachher noch weniger? Bist du schon am Ziel, wo du sein willst oder sagst du,
Wichtigste ist erstmal, dass ich wieder Luft bekomme? Ja, das Wichtigste ist sowieso, dass ich wieder Luft bekomme und dass es mir gut geht. Ne? Wenn ich überlege, im Januar bin ich noch über jeden kleinen Stein gefallen. Also ich habe mich ständig auf die Fresse gelegt, weil ich überhaupt durch das Koma ja auch überhaupt keine Muskulatur mehr hatte. Ich hatte ja wahnsinnig meinen Bauch auch zugenommen und Gesicht und Hals, das war alles eine Fettmasse. Ne? Und das ist eben halt durch diese Medikamente. Ne? Und jetzt hat man das natürlich rapide nach und nach runtergestuft. Und es merke ich natürlich auch, wie das weniger wird. Ne? Ich denke mal, das Aussehen ist in dem Moment auch echt wirklich zweitrangig. Und das ist mir auch egal. Ich fühle mich sauwohl. Und ich tue natürlich auch viel dafür. Ich laufe viel und bewege mich viel. Und ja, habe wieder Spaß und Freude am Leben. Ne? Das war ja damals lange nicht so. Ne? Ich habe mich damals nur noch mit dem Rollstuhl durch die Gegend gequält und war auf mich alleine gestellt. Und habe da ein Jahr in Barcelona ausgehalten und da wirklich vor der Klinik gesessen und gehofft, dass ich da einen Organspender finde. Ne? Du hast Gott sei Dank einen gefunden. Vor ein paar Tagen war jetzt der Geburtstag von Jens Büchner gewesen. Der ist ja hat Krebs, die Lunge hat Krebs gehabt. Der hätte jetzt vor ein paar Tagen Geburtstag gehabt. Das sind so Krankheiten, die man nicht heilen kann. Bei dir konnte man helfen, konnte man was machen. Ist die Behandlung jetzt für dich dann abgeschlossen? Wie geht es? Du bleibst ja dein Leben lang weiter irgendwo in Behandlung und in Betreuung. Das macht ja hier die Sonne des Passes, wo ich regelmäßig hingehe. Eigentlich müsste ich alle 2 Monate nach Barcelona hin. Aber dadurch, dass Corona ist, macht das jetzt hier alles die Sonne des Passes mit Absprache in Barcelona. Und ich muss ganz ehrlich sagen, diese ganze Betreuung, die rufen mich von Barcelona an, fragen mich, wie geht's und. Fragen mich nach meinem persönlichen Empfinden. Die kriegen natürlich auch die Akten von Palma hier, aber trotzdem rufen die einen persönlich an und fragen, wie fühlst du dich, müssen wir was ändern oder sowas. Ne? Weil du gerade sagtest, Jens Büchner, wer seine Geschichte so ein bisschen verfolgt hat, der weiß ja auch, bevor er gestorben ist, ein paar Jahre davor, hat man ja schon mal einen Schatten bei ihm auf der Lunge festgestellt, wo man ihn ja als Simulanten dargestellt hat und alles wurde ja kaputt geredet, es ist alles nur PR und keine Ahnung was. Da hat man das nicht für voll genommen. Ne? Wahrscheinlich ist da schon wirklich was gewesen, was man nicht weiter verfolgt hat. Und ich denke mal auch, dass er gar nicht mehr das selber auch nicht mehr hinterhergegangen ist, weil er sich wahrscheinlich auch doof vorkam, eben von den ganzen Menschen runtergeputzt worden zu sein. Ne? Ja, was dabei rausgekommen ist, haben wir im Endeffekt gesehen. Ne? Er war zwar nicht beliebt, aber ich habe echt Hochachtung, ne, was er geleistet hat. Ne? Der hat nie aufgegeben, egal wie viele Hater da waren. Ne? Ich habe selber auch mal Differenzen mit ihm gehabt, aber trotzdem muss ich ganz ehrlich sagen, dass er hat nie aufgegeben und hat das verfolgt, was er wollte. Und das fand ich gut, das muss man ihm lassen. Und er selber hat ja seine, als er wusste, es gibt jetzt ja kein Vorwärts mehr, sondern irgendwo ein Ende, hat er das nicht die Öffentlichkeit spüren lassen. Ja. Ich denke auch mal, ja, bei ihm war es ja Krebs, ne? Ich denke mal, bei ihm war es Lungenkrebs und klar, wenn du da dann keine Chance mehr hast, wenn die Ärzte dir sagen, es ist keine Hoffnung mehr da. Man hat mir damals auch knallhart gesagt, das war 2015, wo man die Krankheit in Thailand festgestellt hatte, nach einer Lungenentzündung hat man mir gesagt, ja, das Einzige, was ihnen bleibt, ist eine Lungentransplantation. Ich habe mich dann ja in verschiedenen Kliniken immer wieder untersuchen lassen und wollte das eigentlich gar nicht wahrhaben. Ne? Bei mir war ja von heute auf morgen auch alles aus, es ging nichts mehr und bin dann auch irgendwo in so einem tiefen Loch gefallen, ne? Und wollte das einfach nicht wahrhaben. Ne? Und dann blieb mir nur eine Möglichkeit. Entweder konzentrierst du dich jetzt auf diese Transplantation und hoffst, dass es funktioniert und dass es ein Spender gefunden wird. Und dann dauerte das jetzt eine ganze Weile, bis du auf die Liste kommst. Das ist ja auch erstmal ein Weg, den du gehen musst, verschiedene Kriterien, die du erfüllen musst, um überhaupt auf diese Transplantationsliste zu kommen. Ne? Und dann kannst du echt dankbar sein, wenn du da drauf stehst. Und wenn dann jemand gefunden wird, das ist schon echt ein Riesengeschenk. Ne? Gerade bei der Lunge ist es so, über die Zeiten Corona, wo wir jetzt das Maskentragen sehen, also als wir dich in Barcelona besucht haben, im Oktober war es mit Corona jetzt noch nicht so, dass wir Masken tragen mussten. Du hast selbstverständlich eine Maske damals aufgehabt, um dich jetzt nicht irgendwo anzustecken von anderen.
wie siehst du das heute in dieser Zeit mit dem Nicht-Luft-Kriegen auf der einen Seite und Masken tragen? Ist das für dich noch so aus der Zeit, ja, das kenne ich noch aus dem Krankenhaus, ist mir eigentlich egal und gehört zum Utensil dazu? Ja, für mich war das ja ganz klar. Nach der Transplantation war mir klar, Maske zu tragen. Da war ich darauf vorbereitet, zumindest das erste Jahr, dass ich Maske tragen soll überall und Menschenmengen oder Menschenmassen meiden soll und halt mich schützen soll, gerade vor Bakterien und solche Sachen. Da gibt es natürlich verschiedene Sachen, wo du dich dran halten musst, auch was das Essen angeht und solche Sachen, ist ganz klar. Ne? Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich habe ja so ein Glück gehabt. Ich habe heute noch mit jemandem telefoniert, der immer noch in dieser WG ist, wo ich gelebt habe, der jetzt mittlerweile 1,5 Jahre da ist und immer noch auf diese Transplantation warten. Und wenn du überlegst, ich bin im November drangekommen, im März ist Corona gekommen. Wenn ich da nicht rangekommen wäre, ja, dann wäre ich hier heute nicht, dann würde ich hier heute nicht sitzen, das hätte ich nicht geschafft. Das ist ganz klar. Ne? Wenn du sagst 1,5 Jahre, liegt es daran, dass jetzt nicht so viele Leute eines Unfalltodes sterben, wo deine Lunge frei wird oder wird nicht operiert, weil wir so diese Pandemie haben? Was ist der Grund? Nein, die transplantieren nach wie vor, mit Sicherheit transplantieren die nach wie vor. Und es wird auch sicherlich jede Menge Organe geben. Nur es durch Corona sind ja auch immer mehr Leute dran, die es dringender brauchen. Und wenn die irgendwo sehen, der hat noch irgendwie Zeit, da können wir noch etwas mit warten, dann lassen sie den stehen. Das ist so ein Punktesystem. Ne? Wenn da jemand kurz vorm Sterben ist, ist der natürlich als erstes dran, ist ja ganz klar. Ne? Und deswegen gehst du eigentlich auch jeden Monat zur Untersuchung hin und die gucken, wie es dir geht und wie lange hält er noch so durch. Und ich meine, ich hatte zuletzt nur noch 17%. Ne? Dann kannst du dir vorstellen, ich bin heute bei 97. Das ist ein Unterschied, wenn man das so jetzt so sieht. Also du kriegst ja jetzt wieder Luft. Was für ein Gefühl ist das? Oder wie war das, als du aus der Narkose aufgewacht bist? Wenn man jetzt von den Schmerzen mal absieht, wie war das, wieder Luft zu bekommen? Wo ich aufgewacht bin, hatte ich ja noch einen Luftröhrenschlauch da. Man muss ja einen Kehlkopfschnitzer machen. Und wo man mir dann die ganzen Geräte runtergenommen hat und ich habe ohne Sauerstoff klarkommen können. Ich habe die ganzen Monitore hinter mir gehabt und ich habe immer nach hinten geguckt. Ich habe immer auf dieses Blutsauerstoffgerät geguckt und wollte wissen, wie weit ich bin. Der stand immer bei 97, 96, 97, 98. Und ich habe immer innerlich Angst gehabt, dass der jetzt runtergeht. Ne? Bis ich dann gemerkt habe, hey, du kannst ganz normal atmen. Ne? Du brauchst keinen Sauerstoff mehr. Ne? Und das war schon ein Highlight. Ne? Das war schon heftig. Wenn du jetzt, du wohnst ja auf Mallorca. Und mit wem konntest du deine Freude da teilen? Gab es da Personen, die da vor Ort waren? Da in Barcelona jetzt. Ja, ich hatte ja sowieso Kontakt hier nach Mallorca mit meinen Freunden, Bekannten und sowas sowieso ständig. Elke war zum Beispiel eine, die bei mir in der WG war, eine Deutsche, die in Manacor lebt. Die hat ihre Tochter begleitet, die wurde auch transplantiert, Niere und Bauchspeicheldrüse. Und, Entschuldigung. Ja. Okay, wir machen weiter. Ja. Machen auch nicht mehr ganz so lange, aber es ist ja schon spannend zu hören. Du hast gesagt, Elke hat die Tochter begleitet. Ja, die hat ihre Tochter begleitet, die wurde auch transplantiert und die war natürlich 16, 17 Stunden war die bei ihrer Tochter im Krankenhaus und mit der hatte ich natürlich viel zu tun in der WG und ich habe für uns gekocht und wir haben uns natürlich gut verstanden. Man hatte Gesprächspartner, ja, und dann eben halt diese Leute, die da mit ihr gelebt haben. Ne? Waren natürlich auch Familien dabei, wo denn mal einer gestorben ist oder sowas. Ne? Genau, es schafft ja nicht jeder. Nee, es schafft lange nicht jeder. Ne? Und du kannst dankbar sein, wenn du denn derjenige bist, der es schafft. Ne? Das ist, ja, war schon ganz schön hart, ne? Das alles mitzuerleben. Ne? Morgen, also wenn wir uns heute hier sind, also wenn das Interview ausgestrahlt wird, ist es dann heute, ist dein erster Geburtstag mit der neuen Lunge. Feiert man das? Ja, auf jeden Fall. Also für mich hat dieser Tag eine ganz große Bedeutung. Ich habe ein neues Leben geschenkt gekriegt. Und es war ja zuletzt so, dass ich gar nicht mehr dran geglaubt habe, dass da überhaupt noch was funktioniert oder sowas. Und morgen treffe ich mich natürlich mit Freunden. Ich glaube, ihr seid auch dabei. Und machen uns eine gemütliche Runde und sowas. Corona-bedingt halten wir uns natürlich an die Vorschriften, so wie es sein muss. Und sitzt einfach zusammen, bringt was und quatscht ein bisschen. Du sagst gerade Corona-bedingt. Eine abschließende Frage habe ich noch. Ja.
Und dann kannst du, falls ich noch was vergessen habe, noch was ergänzen. Wenn du jetzt so die Leute siehst, die diese Pandemie nicht ernst nehmen, ohne Maske, Tanzveranstaltungen, gemeinschaftliche Sportveranstaltungen machen und sagen, es ist eigentlich egal, was irgendwie uns Gesundheitsexperten sagen, was hältst du von denen? Ja, ich weiß nicht. Ich denke mal, dass wir die ganze Sache ernst nehmen sollten, auf jeden Fall. Und ich habe da auch jede Menge Respekt vor. Wir müssen uns alle irgendwo schützen. Wir müssen unsere Masken tragen und gerade was in der Öffentlichkeit ist und sowas, alles vollkommen richtig. Dennoch meine ich, dass viele Maßnahmen einfach nicht beieinander passen. Wenn du das so siehst, überfüllte Busse, keine Ahnung was alles und wiederum darfst du nur mit 6 Mann irgendwo im Café sitzen oder sowas. Ich meine, ob ich da jetzt mit 6 sitze oder mit 7 sitze, ich weiß nicht, wo da der große Unterschied sein sollte. Ich denke mal, viele, viele Sachen sind irgendwo nicht gerechtfertigt und passen irgendwie nicht dahin. Ja, ich denke, wenn wir uns alle so ein bisschen dran halten, alle ein bisschen Rücksicht nehmen, uns die Hände sauber machen, uns die Maske auflassen und sowas alles, und dann müsste das eigentlich auch so funktionieren. Ne? Okay, wir sind jetzt an einem Strand, wo wirklich jetzt rund um uns keiner ist. Deswegen geht das auch alles ohne Maske. Ist das für dich dann jetzt auch so ein Eineng, wenn man atmen kann und muss dann eine Maske tragen? Oder sagst du, nö, passt? Nee, also gut, für mich war ja klar, dass ich Maske tragen muss. Ich muss ganz ehrlich sein, dadurch, dass man die jetzt wirklich so oft oder ständig trägt, hat man die Lippen kaputt, habe ich ja auch an der Seite. Es ist schon zeitweise nervig. Also ich bin schon froh, wenn ich sie ab und zu mal abnehmen kann. Ne? Das ist kein schönes Atmen. Ne? Das ist ja ganz klar. Ne? Du schwitzt da drunter und ja, wenn du Brille auf hast, sie beschlägt und ja, dein Mund ist ständig in Entzündung. Und ich meine, ich wechsle die manchmal 3-mal am Tag. Ne? Also, ja. Also doch dann häufiger als so ein Otto-Normalverbraucher. Ja, denke ich mal. Ich denke, also ich kenne Leute, die haben eine Maske, die stecken sie in die Waschmaschine damit, lassen die in ihre Hosentasche und waschen die einfach mit und damit ist gut. Ne? Nein, ich habe schon Großpakete und wechsle wirklich 3, 4, 5 Mal am Tag. Ne? Zum Schluss noch eine Sache. Ich sage immer, oft ist ja, man will was sagen und es ist einem ganz wichtig, dass man das mal los wird. Gibt es da was ich nicht gefragt habe? Weiß ich nicht. Ich möchte einfach jeden, der diese Krankheit kennt, COPD, der sollte sich damit befassen. Und ich wünsche allen Leuten, die wirklich auch so eine Transplantation vor sich haben oder hoffen, dass sie auf die Liste kommen, kämpft dafür, haltet durch und haltet an jedem Strohhalm fest. Das Leben danach ist so wunderbar. Also ich lebe heute ganz anders, viel intensiver und ich weiß das Leben heute viel mehr zu schätzen. Also in diesem Sinne, vielen Dank und ich denke, wir werden nochmal wieder berichten. So. Ja, werden wir auf jeden Fall machen. Es fragen ja immer wieder Leute, wie es mir ergangen ist und sowas. Deswegen machen wir auch das Video und gerade auch, ich habe ja da einige COPD-Gruppen oder wir sind lungentransplantiert. Das sind Gruppen in Facebook und sowas, die mich natürlich auch aufrechterhalten haben, wo ich mich durchgelesen habe und wo man heute auch austauscht, Medikamente oder Ernährung oder solche Sachen. Und diese Gruppen sind mir auch sehr, sehr wichtig. Ne? Und die fragen natürlich auch, ne, was los ist und sowas. Deswegen finde ich das Video auch ganz gut. Ja, mehr bleibt mir da nicht zu sagen. Erich, vielen Dank, dass du die Zeit gehabt hast. Und ja, ich danke dir. Wir gehen jetzt eine Runde feiern. Wir gehen jetzt eine Runde feiern, genau. Lass uns einen Kaffee trinken gehen.